So kennt man Beate Zschäpe im Gerichtssaal. Vor den Kameras präsentiert sie sich nur von hinten. Auch die Verhandlungen verfolgt sie meist ohne sichtbare Regung. Sich zu verbergen, zu verweigern, zu schweigen, ist juristisch ihr gutes Recht. Doch kann sie damit nicht verhindern, dass ihr früheres Leben ausgeleuchtet wird, dass auch Persönliches und Privates vor Gericht und in die Öffentlichkeit kommt. Schließlich geht es darum festzustellen, welche Rolle sie in diesem Trio spielte. Kurioserweise sind es ausgerechnet Filmaufnahmen, die die drei selbst machten, die nun Eindrücke von ihrem Alltag im Untergrund vermitteln. Dabei hatten sie die Videokameras seinerzeit installiert, um ihre Wohnung zu überwachen, sich vor der Außenwelt zu schützen. Nun blickt die Außenwelt durch genau diese Bilder nach innen. Rainer Fromm und Udo Frank berichten. Beate Zschäpe, die letzte Überlebende des Thüringer Nazi-Trios. Seit Anfang 2012 steht sie in München vor Gericht und schweigt. Ulrich Sollmann, einer der bekanntesten deutschen Kommunikationsexperten, hat die Gerichtsakten und Briefe der Rechtsextremistin ausgewertet. Ihm offenbart sich ein differenziertes Bild Zschäpes. Frau Zschäpe beschreibt sich selber in ganz unterschiedlichen emotionalen Zuständen. Das heißt, sie kann ganz liebevoll sein, sie kann sensibel sein, sie kann zuvorkommend sein, sie kann dem anderen zuhören, sie weiß, was eine Hinwendung bedeutet. Das andere ist, dass sie weiß, dass sie fast bestialisch sein kann, dass sie fürchterlich aggressiv sein kann. Der NSU und seine Unterstützer. Nach der Auswertung zahlreicher Bild- und Fotodokumente ein Freundeskreis, der sich bereits viele Jahre vor den ersten Morden kennenlernte. Extremisten, die gemeinsam lebten, liebten, feierten und mordeten. Die Gewalt, die Gewaltlust, die Sexuallust und das Besäufnis. Es fusioniert. Wie die Terroristen im letzten Jahr vor ihrem Tode lebten, offenbaren Aufnahmen von 4 Überwachungskameras, die das Trio in der Wohnung installiert hatte. Die Home-Videos zeigen Beate Zschäpe in der Rolle als fürsorgliche Hausfrau. Psychologen geben ihr eine Schlüsselposition. Die Beziehung der drei zueinander ist ja politisch begründet, aber auch durch eine Liebesbeziehung, durch wechselnde Liebesbeziehungen und Allianzen. Man könnte das in Verbindung bringen mit einer Ménage à trois. In dieser Beziehungskonstellation hat Frau Zschäpe eine maßgebliche Bedeutung. Dass Gewalt und Pädophilie im Neonazi-Milieu keine Seltenheit sind, zeigen kinderpornografische Bilddateien, die auf dem Rechner Beate Zschäpes gefunden wurden. Mehr noch, im direkten Freundeskreis des Trios finden sich zahlreiche Pädophile. Ermittlungsakten belegen, ein befreundeter Neonazi aus Baden-Württemberg hat die eigenen Kinder missbraucht. Nach Prüfung der Akten ist mir die Häufung derartiger Fälle im Umfeld des NSU tatsächlich aufgefallen. Ich denke, insoweit von einem Netzwerk zu sprechen, ist möglicherweise fast untertrieben. Man müsste eher von einem Sumpf sprechen. Und dann gibt es die Fassade. Die NSU-Wohnung als biedere Wohngemeinschaft. Und wer bei Bönhardt, Mundlos und Zschäpe zu Gast war, der musste die Schuhe ausziehen. Direkt an der Wohnungstür. Denn bei den Mördern herrschten Sauberkeit und Ordnung.